Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal stehen geblieben in der vorletzten Mission und haben uns die blaue Stadt hier zu eigen gemacht, beziehungsweise sie ist jetzt unser Verbündeter. Und genau, jetzt geht es im Prinzip noch in die letzte Schlacht. Jawoll! Jetzt geht es noch hier in die letzte Schlacht gegen Neurussland und der ist tatsächlich ein harter Brocken, Neurussland tatsächlich. Genau wie es auch in der vorherigen Mission schon war. Weil schaut euch das an, der hat Raumjäger. Es ist richtig krass, Freunde. Der hat Raumjäger einfach. Aber gut, Freunde. Wir müssen einfach uns hier dieses Kapitol besorgen. Genau. Oh, meine Panzer sind richtig schön stark gegen die dummen Hyperions. Ja, wunderbar. Und belagern jetzt hier den Neurussland-Typen. So. Wir machen gemeinsam Stress. Genau. Und das ist halt so nützlich, dass wir hier unsere Verbündeten haben. Weil da können wir richtig schön uns jetzt hier durchfressen. Alles klar. Und mit den Ninjas hier können wir uns tatsächlich hier oben Neurussland besorgen. Das Einzige ist halt der Kack hier. Das ist halt... Ja. Wartet mal. Wo fliegen die hin? Ist es das hier? Was ist das für ein Gebäude hier? Raketenbasis. Alles klar. Wegmachen. Los. Mach den Mist weg hier. Oder ich habe keine Ahnung, was hier Sache ist. Zieht euch mal zurück, bitte. Mach die Flak mal kaputt, so. Zieht euch mal bitte zurück, weil wir müssen uns nämlich gleich gut koordinieren. Diese blöden Raumjäger, wo kommen die raus? Jetzt frage ich mich gerade wirklich, wo die rauskommen. Ja, die Bürger wegmachen, so, los, Freunde. Weiter geht's hier, kaputt machen. Den Müll. So, ihr seid da unten? Genau, perfekt, Freunde. So, das heißt hier... Oh Gott! Dann bleibt mal in Bewegung, bitte. Dann bleibt mal in Bewegung, schön, damit die ganzen Raumjäger euch hier nicht treffen. Dann können wir tatsächlich mit den Ninjas hier an das Kapitol gehen. Alles klar. Schön in Bewegung bleiben. Schön in Bewegung bleiben und dann haben wir das gleich. Dann haben wir das gleich. So, hier, komm. Hä? Hallo? Warum geht das nicht? Ah. Neurussland müssen wir dann kriegerisch kaputt machen, oder was? Weil das ist das Kapitol und es geht nicht, es funktioniert nicht. Dann müssen wir Neurussland kriegerisch vernichten. Ja, okay. Dann... Alles klar, dann verstehe ich. Das heißt, dann müssen wir eine Großoffensive starten. Okay, dann machen wir das. Kaserne noch eine? Dann bauen wir uns jetzt mal hier vernünftig auf. Würde ich vorschlagen. Also... Dünenpatrouille, komm. Nee, 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 nee. Sehr gut. Oh. Eine lebt noch. Ach, cool. Okay. Mach die kaputt. Mach die kaputt. Na ja, gut. Nee, nee, nee. Ich finde die Dünenfahrzeuge hier so cool. Gut, alles klar. Dann müssen wir halt Neurussland müssen wir dann, ja... auf militärische Weise platt machen, scheinbar. Okay. Dann heizt mal hier durch. Das ist natürlich der Scheiß, ein Raumjäger. Das ist natürlich der Kack jetzt hier. So. So, und kriegt ihr das hin? Oder ihr haltet nichts aus, ne? Das ist das Problem, ihr haltet halt echt nichts aus. So. Ja, das ist halt... Die sind halt schnell, aber halten nichts aus, ja. Verbündete, kommt bitte her auf das Kapitol.
So. Ah, wunderbar, danke. So, perfekt, Freunde. Das heißt, wir... Wow. Da oben ist doch mal die Schlacht. Alles klar. Okay. Das heißt, wir haben hier noch weitere... Eine weitere Kaserne gebaut, genau. Und den Rest haben wir ja eigentlich schon. Gut, dann würde ich vorschlagen... Bauen wir hier Panzer, jede Menge. Wir haben ja genug Ressourcen. Bauen wir hier... Nahrungsmittel Eisen, jede Menge Manneken. Weil die können auch auf Flugzeuge schießen. Gut, die brauchen auch Eisen und Nahrungsmittel. Können auch hier vorne sich sammeln. Würde ich sagen, bauen wir Sturmroboter. Oh, was denn jetzt? Hehe, verdammt, Eisen. Ja, gut. Eisen haben wir keins. Das ist bitter. Haben wir nur eins hiervon? Ja, ist okay. Dann bau mal bitte Pandora 2. Ganz viele. So, Freunde, dann... Ohoho, schau euch das an. Och, ihr nervt mit euren Raumgleitern. So, gut. Dann würde ich aber vorschlagen, dass wir hier nochmal ein Gebäude kurz rausnehmen. Genau. So. Ah, verdammt. Okay. Alles klar. Na, das heißt, die Verbündeten, die machen hier schön die ganzen neurussischen Bürger platt. Jawohl, das finde ich auch sehr gut. Okay, und von der ganzen Fahrfusselei ist mir gerade mein Mund trocken geworden, deswegen trinke ich mal im Moment mal kurz Wasser, eine Sekunde. Alles klar, und während ich was getrunken habe, ist mir noch eingefallen, dass wir hier noch Paladin-Kanonen bauen können. Na, obwohl, die brauchen Eisen. So. Warum haben wir eigentlich kein Eisen? Ja, warum haben wir kein Eisen? Weil da keiner arbeiten geht. Ach, Leute, ihr seid doch echt. Einmal mit Profis arbeiten. Ah! Die kommen also aus dem Flugfeld raus. Wir können die auch bauen, die planetarischen Jäger. Ja, das ist geil. Aber nun gut, ich würde mich echt erstmal voll auf Bodeneinheiten hier fokussieren. Verbündete, schießt euch bitte hier durch. Gut. Da muss der halt noch irgendwo noch einen Flughafen haben. Irgendwo muss da noch ein Flugfeld sein. Da ganz hinten. Hier hinten. Aha, guck mal, was ist denn? Eine Laserkanone, was zur Hölle? Geht mal hier hin. Guckt mal bitte, was da ist. Nicht, dass die planetarischen Jäger dann von da kommen. So. Dann haben wir hier die Sturmroboter können auch mal stärker werden. Mehr aushalten auf jeden Fall. Wir haben wieder kein Eisen. Jetzt haben wir genug Eisen. So. Sehr schön. Und dann haben wir gleich eine schlagkräftige Armee. Und wir haben gleich schon Bevölkerungslimit. Oh ja, okay. haben wir ja nicht in dem Krankenhaus. Ach doch, guckt mal. Plus 5 zur Bevölkerungsgrenze. Was ist das? Weltraumeinheiten Selbstheilung. Schadenskontrolle. Cool. Schadenskontrolle. Würde ich auch gern. 0G-Ingenieur. Wird die Reparaturrate bei Weltraumdocks. Können wir Weltraumdocks bauen? Nö. Wir können eine Zeitmaschine bauen, aber wozu? So, Freunde. Das heißt, wir brauchen aber gleich noch eine Linie. So. Oder nee, brauchen wir nicht. Ich meine, wenn wir Neurussland so platt machen, dann brauchen wir keine Linie.
Gut, der hat tatsächlich auch noch genug Ressourcen, um hier Hyperions zu bauen. Das ist interessant. Das ist gerade echt interessant. Alles klar. Ihr alle. Dann versetzen wir ihm jetzt hoffentlich den Gnadenstoß hier. So. Und wegmachen den Mist. Ja, genau, schönes Kanonenfutter. Sehr gut. Und die Sturmroboter auch geiles Kanonenfutter. So. Junge, Junge. Alles klar. Neurussland? Es geht los. Endschlacht, hoffe ich. Weil das ist wirklich krass. Was Neurussland hier aufbietet, ist wirklich übel. Ist wirklich übel. So. Verbündete? Ihr solltet doch hier gucken. Ich weiß, dass ihr immer sagt, dass ihr nichts habt, aber guckt euch mal um. Ihr habt hier genug. So, Freunde. Jawohl. Was ist das denn da für einer? Ein Arzt. Ach, okay. Ein Arzt, jo. Hä? Bunker. Der Bunker, der macht hier die ganze Zeit die Männigen platt. Ja, finde ich gut. Alles klar, dann machen wir. Dann nehmen wir eben jetzt mal die Gebäude weg hier. Das Tor ist sogar schon offen. Schau ich das an. Genau, immer Schild auf die Bürger. So, einmal hier rein, bitte. Hätten wir uns vielleicht Hubschrauber nehmen sollen, ne? Ja, gucken wir mal gleich, ob wir das jetzt so hinkriegen, oder... Alles klar, so. Nein, hier oben rein, bitte. Geht einfach alle durch diese kleine Lücke. Das kriegt er schon hin, denke ich. Das werdet ihr ja wohl hinkriegen. Denke ich auch. So, dann hier. Gebäude platt machen. So. Wunderbar. Zusammen mit den Verbündeten hier. So. Bumm. Wegmachen. So. Und jetzt hier. Das Kapitol. Platt machen. So. Wegmachen das Kapitol, bitte. Oh yeah, Freunde. Schaut euch das an. So, der Russland-Kapitol ist platt. Sehr gut. Alles klar hier. Dann überrennen wir den jetzt mal. Gregor der Zweite, du warst lange genug aktiv. Ach ja, okay. Panzer, komm mal hier hoch, bitte. So. Jetzt kommt er wieder damit an, Raumjäger. Ja, alles klar, aber... Wartet mal, ich speichere das mal vorher. Nicht, dass wir hier irgendwas kaputt machen. Und das dann die Mission zu scheitern bringt, ey. So, hier. Zack. Verschwinde vom Mars, Gregor der Zweite. Ach, was ist das denn hier? Ah, oh! Die Universität, in der wir hier hätten eindringen müssen, ist... Ahaha, seht ihr genau, das wusste ich. Jetzt werden wir das Geisterschiff nie finden. Ja, okay, aber mit was sollen wir denn da eindringen, bitteschön? Gut, dass ich das gespeichert habe, ey. Aber womit sollen wir denn da eindringen dann? Ah, verdammt. Ja gut, egal. Das passt schon so. Die Uni bitte nicht platt machen dann. Dann bitte die Uni nicht platt machen. Okay. Dann weiß ich da Bescheid. Ah nein, die Männchen können doch nicht auf das Flugzeug ballern. Ja gut, okay. Dann macht zumindest hier oben das kaputt. Raketenbasis. So, sehr schön. Das heißt, Neurussland ist jetzt im Prinzip auch schon Geschichte. Wir müssen mit irgendwas... Wartet mal. Kann man hier irgendwo Spione bauen oder was ist hier los? Schwere Mörser, Wachmann, da. Cyborg-Ninja? Null-G-Ingenieur. Hm, mit den beiden vielleicht. Wir werden angegriffen. Ja, das kann gut sein. Wartet mal. Dann nehmen wir uns mal bitte unsere Helden. Und, ja. Kommt mal hier hoch, bitte. Die nerven mich gerade schon ziemlich.
Wartet mal, nein, stopp. Hierhin einfach. So. Die nerven mich gerade schon dezent, muss ich sagen. So, während die Helden sich auf den Weg hier oben hinmachen. Was zur Hölle? Hier ist noch ein Turm? Da ist noch ein Laserturm? Tatsächlich. Mach den kaputt. Los. Alles klar hier. So, Freunde. Dann bitte hier. Was zur... Was ist das? Weltraumgeschützturm. Oh Mann. Ja, okay. So, da, diesen Weltraumhafen. Der muss weg, Freunde. Der Weltraumhafen. Der, das Weltraumdock. Das muss weg. Ui, guck mal hier. Raumkorvette. Raumtransporter. Geil. Star Wars Time hier. So, mach das kaputt. Was auch immer das darstellen soll, keine Ahnung. Warum wir auch immer hier eine Weltraumkanone haben, ey. Weltraumgeschützturm, ja. Nein, nicht die Helden! Um Gottes Willen, nicht die Helden! Jetzt hört doch auf! Was macht ihr denn da? Lauft einfach, ey! Oh Mann, seid ihr dumm, ey. Echt. Legen die sich mit Pandoras an. So. Was? Mein komplettes Team 1 ist weg. Oh shit. Oh shit. Nein, nicht kaputt machen. Seid ihr denn des Wahnsinns? Nicht kaputt machen. So, das probieren wir jetzt einfach. So. Ach du Heilige, ja, das ist schon viel. Okay. Ja, also das hier scheint es tatsächlich dann nicht zu sein. Okay. Gut. Dann nochmal Spiel laden. Was ist denn jetzt? Kaputt gebackt. Super Freude. Ich kann nichts machen. Wir sehen uns da gleich wieder. So, Freunde, da bin ich wieder. gut. Dann müssen wir tatsächlich erstmal gucken, womit wir das Ding da infiltrieren müssen. Bin ich gerade echt unsicher, muss ich sagen. Da ja unsere beiden Helden beim letzten Mal auf heldenhafte Weise gestorben sind. Ja, aber was zur... Ich frage mich gerade echt, wie das funktionieren soll. Auch mit den Raumjägern und allem. Ich würde jetzt einfach wieder hier reingehen. Und dann hier hinten diese Basis platt machen. Ansonsten... Womit müssen wir das infiltrieren? Wartet mal... gucken wir mal. So. Ich lese mir gerade nochmal die Missionsziele durch. Okay. Oder ansonsten müsste ich gleich halt nochmal gucken, ne, was da gefordert wird. Womit man da eindringen soll. Weil, da ist, wird irgendwie nichts wirklich gesagt. Zu. So, hier. Schießt euch einfach durch. So. Ja, kommt. Ist okay. So, Freunde. Gut, dann hoffe ich halt, dass unsere Verbündeten hier nicht die Uni platt machen. Ne? Weil das wäre übel. Und das hier ist mir gerade echt ein bisschen laut. genau. Dann hier einfach durchschießen. So. Alles klar. Und dann hier. Genau, auf den Laserturm. Turmlaser, genau. Turmweltraum.
Finde ich auch interessant, dass Neurussland zwei verschiedene Türme hat hier. Alter Schwede, ey, die Raumjäger. Die kommen einfach aus dem Kartenende. Was soll das denn? Die kommen einfach aus dem Kartenende. Na ja, gut. Alles klar. Dann schaue ich mir das gleich echt mal an, was die damit infiltrieren meinen, ne? Gut, dann haben wir es aber fast, denke ich. Also wir haben es jetzt echt nicht mehr viel. Gut, die Verbündeten machen hier weiter. Gut, dann wartet mal einen Moment, Freunde. Dann schaue ich mal gerade. Beziehungsweise, was jetzt hier diese Zeitverschwendung angeht, ich würde sagen, ich mache mal einen kleinen Cut rein. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich weiß, was die damit genau meinen. Okay, also bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. ja, ich habe es mir gerade angeguckt kurz, weil ich finde, dass das nicht klar wurde. Wir brauchen Cyborg-Ninjas und Xinhua. Genau, Freunde. Und das wird schon eine Herausforderung wegen den ganzen Weltraumgleitern, die da rumfliegen. Aber, und auch deswegen, weil die halt die Uni kaputt machen. Oh Gott, warum denn das? Nein, lasst die Uni in Ruhe. Lasst diese Uni in Ruhe. Alles klar, zum Glück verteidigt er sich da nochmal. Also die beiden brauchen wir. Genau, und das, diesen Trupp hier brauchen wir. So, diesen Trupp hier brauchen wir, Freunde. Ja, macht ihr mal. Macht ihr mal. Keine Ahnung, wo die wieder herkommen. Aber gut. So. Genau. Und das heißt, wir müssen jetzt mit denen quasi hier durchmarschieren. Alles klar, Freunde. Dann weiß ich ja Bescheid. Jawohl. Ei. Wo ist denn der andere? Der andere Held hier. Habe ich den nicht mitgenommen? Doch, der ist dabei. Ach, hier läuft er doch. Aha, okay. Kansundo, genau. Mit seinem Lichtschwert. Ja, alles klar. Gut. Das heißt, wir müssen uns da tatsächlich einen Weg durchsuchen. Und dann sollte die Mission geschafft sein. Jawohl. Wir haben Neurussland platt gemacht, Freunde. mit der tatkräftigen Hilfe unserer Verbündeten. Attentatsoftware, das ist so geil, echt. Aber okay. Und dann sollte das klappen. Boah. Die sind da beschäftigt. Die kämpfen einfach gegen Lufteinheiten. Ja, die können einfach gegen alles kämpfen, scheinbar. So. Gut. Das heißt, dann können wir hier tatsächlich, bevor wir hier reingehen, nochmal speichern. Damit wir den Weg nicht immer nochmal hin und her laufen müssen. Und dann müssen wir die jetzt zur Uni bringen. Müssen wir die jetzt zur Uni bringen, die Leute. Alles klar. Okay. Dann schlage ich einfach mal vor, machen wir das. Klingt nach einem Plan, ne? Ja, noch keine Raumjäger. Die sind da oben beschäftigt. Okay. Gut. Dann würde ich jetzt einfach hier nochmal speichern. Weil wir schon nah dran sind im Prinzip, ne? So, alles klar. Gut, dann könnt ihr bitte hier hingehen. Oh Gott, ja, jetzt kommen sie. Ja, wobei, die haben da ja noch Türme. Das gefällt mir nicht, dass die hier noch Türme haben. Ja, sehr gut. Wir werden wie Geister in der Maschine sein. Geister, die einen Geist jagen. Wenn wir das Geisterschiff gefunden haben, werden wir Ihnen seine Koordinaten übermitteln, Okan. Sehr schön. Alles klar. Fortschritt, Freunde. Wunderbar.
Und jetzt? Niemand wird mich aufhalten. Was? Da ist es. Wir haben es gefunden. Das Geisterschiff wurde lokalisiert, Okan. Wir müssen jetzt nur noch eine Eingreiftruppe losschicken, um es zu umzingeln, bevor es wieder verschwindet. Bringen Sie mich nah genug heran, dann kann ich an Bord schlüpfen und den Antrieb sabotieren, damit wir das Schiff übernehmen können. Oha. Hier unten. Alles klar. Gut, bringen Sie sich in diese Zone, um das Kapitolschiff Yamato, Yamato aufzubringen. Okay. Ja gut. Wo ist denn der Xinhua? Wo ist der Xinhua? Khan Son Do ist da, aber wo ist Xinhua? Wo ist er? Wo ist er denn? Der Xinhua. Für das Volk. 3. So bist du. Da ist er doch. Ach, okay. Ja, alles klar. Oh Mann, das ist jetzt aber ein Weg. Warum ist der schon so weit da unten? Gut, Xinhua, komm bitte. Hier unten noch hin. Alles klar, Freunde. Gut. Sollte aber passen jetzt, denke ich. Ich meine, wir sind ja schon schnell. Na? So, wo ist es denn? Wir müssen den Typen einfach hier hinbringen. Alles klar, der ist ja auch nicht gerade langsam, der Typ. Ne? Also. Da, Khan Son Do. Du bist auch da, Khan Son Do. Na komm. Und nun? Ja! Das Geisterschiff. Es gehört uns. Jetzt werden die Korporatisten von ihrer Macht und unserem Einfluss erzittern, Okan. Boah, schau ich das an. Das sieht ja geil aus. Ah, sehr schön, Freunde. Wir haben die Mission geschafft. Oh mein Gott. Das sieht geil aus. Guckt mal. VFAR. Yamato Kapitolschiff. Das sieht geil aus. Das sieht echt geil aus, muss ich sagen. Alles klar. Boah, schau ich mal, was die Russen hier alles hatten, ey. Meine Güte. Sie haben gesiegt. Boah, Gott sei Dank. Wir haben die Mission. Jawohl, Freunde. Sehr, sehr gut. Alles klar. Glückwunsch. Wir haben das Kapitel Yamato aufgebracht. Wunderbar, Freunde. Dann würde ich einfach mal sagen. Jawohl, haben wir das. Und dann geht es in der nächsten Folge tatsächlich in die allerletzte Mission. Und da bin ich dann sehr gespannt drauf. Der Titel ist schon vielsagendes Zukünftiges. Alles klar, Freunde, würde ich mal sagen. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzähl sie gerne weiter an den Kanal. Und ja, wie sieht der Beitrag jetzt weiter beim nächsten Mal? Und da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.